willkommen zu einem weiteren Deck Profile hier auf meinem Kanal. Und heute, hier ist der Novo, auch Cheat My Life und sein Noble Knight Deck. Richtig. So, dann fangen wir an hier, mein Freund. Also, fangen wir mit dem Main Deck an. Ja. Ich spiele dreimal Medot. Ja. Ist die Hauptengine im Deck. Und zwar, wenn er normal auf dem Feld liegt und keine Ausrüstungskarte hat, ist er ein normales Monster. Ja. Und Typ Licht, Stufe 4. Wenn er eins hat, wird er zum Finsternis und Stufe 5. Ja. Und bekommt folgenden Effekt: Ich kann einen Noble Knight Monster auf der Verteidigungsposition spezial bestellen. Wenn ich das gemacht habe, muss ich einen Ausrüstungskarte zerstören. Ja. Und da kommt ja gleich die nächste Karte. Die nächste Standardkarte ist der Wards. Ja. Guckt halt die Ausrüstungskarten im Deck. Und zwar, wenn er auf dem Feld ist und eine Ausrüstungskarte hat, wird er auch zur Stufe 5 und vom Typ Finsternis. Und dann kann ich bis zu 3 Ausrüstungskarten von meinem Deck raussuchen, meinen Gegner vorzeigen. Und er sucht eine Karte aus und ja. Dann dreimal Merlin. Das sucht eigentlich nur aus dem Deck. Und zwar meistens sucht man sich mit Midrod. Das ist eigentlich auch nur dafür da. Jetzt haben wir Gewinne. Gering. Und zwar kannst du ihn special, wenn du ein normales Monster auf dem Feld hast, was gut passieren kann hier. Und dann kannst du einfach auf Seas gehen, auf Seas. Ja. Einmal Brothers. Die Brothers ist eigentlich ein Plattform, weil du kannst ihn du kannst ihn einfach spielen, dann kannst du den Effekt aktivieren, kannst bis zu 2 Noble Knights Monster von einem Feld specialen. Und wenn du 3 Noble Knights oder Noble Arms Karten im Friedhof hast, kannst du die ins Deck zurückmischen und dann eine Karte ziehen. Ja. Dann eine Gwyndephar, ich spiele eine, weil du kannst sie leicht vom Friedhof specialen. Und zwar, wenn du ein Lichtmonster hast, kann das Lichtmonster nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Wenn du ein Finsternismonster hast, dann kannst du, wenn du einen Gegner angreifst, kannst du die Karte auf den Friedhof legen, das Monster wird automatisch zerstört. Und das Monster bekommt 300 Antika. Ja. Jetzt haben wir Honest, weil ich habe ein Lichtmonster drin, ist ja klar. Ja. Zweimal Vader. Braucht man auch nicht viel zu sagen. Ja, annulliert halt die Effekte. Und Empfänger. Und Synchro. Da. Dreimal Verstärkung für die Armee. Ist ja nur Kriegerdeck, deswegen braucht man überhaupt nicht zu sagen. Letztes Kapitel. Das ist sehr gut, wenn der Gegner Monster kontrolliert und ich keins, kann ich ein Noble Land Monster und ein Noble Arms Monster specialen. Ja. Und das geht dann pro Spiel zu. Dann dreimal Excalibur. Und zwar, wenn ich das auf dem Feld habe, kann mein Monster für das Ziel angewählt werden. Und wenn ich auf dem Friedhof liegt, kann ich sie verbannen und stattdessen ein XYZ Synchro-Monster auf dem Dorf legen. Ja. Dann zweimal halt Schicksal. Ja. Mein Monster kann nicht durch Kampf oder Karteneffekt zerstört werden am Spielzug. Und wenn die Karte zerstört wird, kommt sie dann stattdessen wieder am Spielzug. Dann Kalibern. Und zwar bekommt mein Monster 500 ATK und wenn ich sie aktiviere 500 Life Points. Und genau wie andere Noble Knights Karten kommt sie auch wieder zurück, wenn sie zerstört wird. Ein Kalion, also ein Galaxien, und zwar bekommt ein Monster 1000 ATK und für die 200 in der Standby-Phase. Ist halt auch nur da, um mein Monster stärker zu machen. Ja, und kommt auch wieder, wenn er zerstört wird. Zweimal MST, ist klar warum. Ja. MST. MST ist halt MST. Richtig. Die Waffenkammer. Ich lege halt eine obere Karte von meinem Deck auf den Friedhof und suche eine Ausrüstungskarte, aber im Gegenzug kann ich keine normalen Beschwörungen machen. Und ja, bring die 2 Zug zurück, aber du hast die Ausrüstungskarte. Rageki, weil Rageki. Mindcrush. Mindcrush wegen Searchmeter. Mindcrush. Mindcrush. Dann halt die Staple-Karten, die mir in Deck eigentlich reinkommen. Ja. Das war das Main-Deck, sind 40 Karten. Jetzt kommt das Extra-Deck. Extra-Deck. Ein Unlimited, und zwar auch wegen der Vader. Wenn er auf dem Feld kommt, kann ich eine Außenkarte von meinem Deck an den Rand heften. Und wenn er ein Monster zerstört, kann ich eine weitere suchen. Dann Aramades, weil 5er und beste 5er. Dann kommen jetzt die Noble Knights Exis-Karten. Und zwar spiele ich lieber zweimal. Mit dem Heiligen Ritter. Wenn er auf dem Feld ist, kann ich bis zu 3 Ausrüstungskarten von meinem Friedhof an den Rand heften. Und wenn ich ein Exit-Material abhänge, kann ich bis zu einem Monster zerstören. Und bei dem hier, ich habe nur 2 Vierer und genau wie der andere, wenn er kommt, kann ich bis zu 3 Ausrüstungskarten dran heften. Und für jede Ausrüstungskarte, die er hat, kann ich bis zu eine, bis von 1 bis 6 Zauberkarten oder Flankern zerstören. Ziemlich mies. Dann Staple, Exitonritter, Castle, Cowboy, Abyss, Schiff,
Das ist eigentlich eine Staple-Karten, die hier entdeckst sind noch. Ja. In einer Vierer-Engine. Ja. Braucht man eigentlich meistens nie, weil du immer auf den Ulen Ritter gehst. Also auf den Elenden Ritter. Dann, jetzt kommt die Side-Deck-Karten. Side-Deck-Karten, zweimal Flank-C. Ist klar nicht warum. Gegen Satellas, Burning Abyss. Spam und Xyz geht. Für Burning Abyss aber doppelt schmerzhaft. Ja. Licht, Einspannung und Spiegel. Ist klar, meine Mutter wird zu Finsternis. Also betrifft mich halt nicht so sehr. Ja. Feenwind. Clifford. Mich auch nicht so sehr, weil die kommen ja sowieso wieder und Clifford fickt es richtig. Ja. Dann ist klar. Shadow. Genau, Shadow. Der ist noch die Real-Life-Meter, wird immer noch oft gespielt. Ja. Dann die beste Karte, Side-Deck-Karte, wie ich finde. Verfluchte Siegel ohne Zaubers. Wenn der Gegner eine Zauberkarte aktiviert, kann ich eine Zauberkarte abwerfen und der Effekt wird annulliert. Und der Gegner kann für den Rest des Spiels so gewisse Karten nicht mehr aktivieren. Also ziemlich mies. Und dann halt ist klar, Ultrama Trio zweimal, was spammt und gegen Necros, alles was spammt. Das ist eigentlich gut. Ja. Das war das so, Deck. Da bedanke ich mich bei Novo für das Deck-Profile und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Game over. You lose.